ein blöder Regelverstoß, eher 5 blöde Regelverstöße, aber immer noch kein oder schon wieder kein weißer Hammer. Also nicht, dass das jetzt in der geschichtlichen Betrachtung für World Championship Wrestling sonderlich gut gewesen wäre, aber immerhin wäre es irgendwie etwas gewesen. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Na, wie geht's? Och, ich bin wieder fit. Wir wollten ja gestern aufnehmen. Ja. Was ist denn passiert? Das stimmt. Na, du hast mir irgendwann ich guck mal kurz nach, ich glaube um 0.08 Uhr, genau, hast du mir eine Nachricht geschrieben, ob ich denn jetzt fertig sei für die Aufnahme. Und ich habe dir dann 10 Minuten später geantwortet. Dass du nicht fertig wirst. Ja, also ich wäre fertig gewesen, aber wir hätten nicht über so viel sprechen können. Ich bin nämlich eingeschlafen. Ja. Und vorher, die letzte Nachricht, habe ich dir um 20.44 Uhr geschickt. Ja. Und nicht lang danach dürfte ich weggenickt sein. Ja, das ist, ja. Ich glaube, du hast nicht so viel verpasst. Das ist live, das ist Fernsehen. Ich glaube, du hast ja nicht so viel verpasst. Ja, das, dem war mir auch so. Wir müssen, glaube ich, nächstes Jahr mal uns ein bisschen was überlegen. Wir haben das ja schon ganz zu Anfang gesagt, haben auch komisch angefangen, dass wir die Schlagzahl vom letzten Jahr nicht halten können, war uns klar. Letztes Jahr hatte ich ja zum Beispiel komplett Urlaub und das hat mich trotzdem wahnsinnig angestrengt. Und vielleicht müssen wir uns nächstes Jahr mal irgendwie Gedanken machen, wie wir das mal ganz anders aufziehen können, aber sodass wir auch wieder mehr Ruhe haben. Ich weiß es nicht, müssen wir mal überlegen. So viel dazu. Tag 12 im Dschungel. Tag 12 im Dschungel. Willst du noch was zu Tag 11 sagen oder so allgemeine Sachen oder wollen wir nur so einfließen lassen? Ja? Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir zu Tag 11 keine Notizen gemacht habe, weil ich sie auf einer fremden Couch gesehen habe und in der S-Bahn, wofür ich mir jetzt einen Satu-Test-Account angelegt habe. Die glauben noch, dass ich die bezahlen werde nach einem Monat. Ich habe ja auch wieder einen TV-Now-Account, ne? Ach so. Nee, ich gucke über einen kostenlosen über den Fernseher. Und TV-Now muss man ja Premium abschließen, wenn man das übers auf dem iPad sehen will. Ja, das weiß ich. Ich gucke das schön auf meinem Smart-TV. Mit Satu dann? Nee, was? Mit TV-Now, wenn ich es nachgucken möchte. Ach, das geht? Ja, auf dem Smart-TV ist umsonst. Aber nur mit der App und nicht über HBBTV, oder? Doch, also ich drücke auf meine rote Taste. Quatsch, wenn ich auf die rote Taste drücke, weißt du, was er mir dann sagt? Was denn? Dann sagt er mir so, ja, hier kannst du die Highlights sehen. Ach so. Alle Highlights und exklusive Clips. Nee, das ist immer Magenta TV macht das für mich. Ja, der feine Herr. Ah, ja, TV. Nee, das gibt's nicht. Tag 11 habe ich nicht so viel Erinnerung. Vor allem ist mir eigentlich nur in Erinnerung geblieben, das große Finale von Sonja Kirchberger. Das war so schön. Du meinst das Leicester View? Das Leicester View. Das Trio Infernale. Ja, was passiert ist, also Sonja hat sich in den letzten, also was haben wir eigentlich erwartet von Sonja, bevor sie eingezogen ist? Nichts. Nichts. Wie gesagt, ich erinnere daran, sie ist aus unserer ersten Sendung deswegen rausgeflogen, weil sie vom Winde verweht wurde. Ja. Wir haben nichts erwartet. Und dann hat sie abgeliefert. Und es war sogar, um das nochmal zu sagen, ne? Sie ist rausgeflogen, vom Winde verweht, der Wind hat ins Mikrofon gepuschelt, wir haben es rausgeschnitten und wir haben nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, nochmal irgendwie hinterher nochmal so einen kleinen Einspieler für sie aufzunehmen und das irgendwie ranzuschneiden oder so. Weil war nicht nötig, dachten wir. Ja. Aber sie hat sich durch, was wir glaube ich unterschätzt haben, ist diese wienerische, distanzierte Art und dieser Wunsch, einerseits dieses gesellschaftliche Kommentieren von Dingen, ich mag das sehr. Und einerseits sehr distanziert sein von dem Ganzen alles, also sagen, man steht da drüber, aber einerseits immer wieder mit so einem Stock, immer wieder so von der Seite reinpickern in die Nummer. Sehr, sehr schön. Und gestern war der große Höhepunkt davon. Alle drei waren zur Schatzsuche geschickt worden, wenn da nicht ein Gewitter gewesen wäre. So rum ist aber. Also, sie wurden hingeschickt,
Markus, Daniela und Sonja Schatzsuche. Das musste wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Und sie wurden dann ins Dschungeltelefon verfrachtet, um das Post-Interview zu machen. Nur scheinbar ist es dann sehr derart eskaliert, dass Sonja und Markus sich halt gegenseitig drin gesteigert haben, sich über das Verhalten von Daniela der letzten Tage aufzuregen oder abzulästern. Und ich habe das Ganze erst im Rücken mitbekommen. Und ich habe nicht auf den Fernseher geachtet. Da dachte ich, okay, die machen diese Einzelinterviews, wie sie wieder gegeneinander auch abhetzen. Und ich drehe mich um, die sitzen aufeinander. Und Daniela dazwischen. Und ich so, wow. Und hat sich immer wieder gesteigert. Was dann dazu führte, dass Daniela sich am Ende davor draußen dann sich, als sie dann rauskamen, sich erstmal ihre Truppe geschnappt hat und auch zur Seite gegangen ist, um dann wieder darüber zu reden und auch diesen Satz sagen zu wollen und zu sagen, nee, das lasse ich nicht an mich rankommen, um das immer wieder zu wiederholen, um sich an sich ranzulassen. Aber ja, der Zuschauer hat dieses Verhalten nicht sehr toleriert und sie rausgewählt. Ich glaube, sie ist zum richtigen Moment raus. Ich glaube, sie als Charakter war auserzählt und ich möchte das kurz untermauern. Denn ich glaube, und das ist wirklich meine feste Überzeugung, die hat sich, die hat nicht so kommentiert, sondern ich glaube, die hat sich die ersten Tage arg zurückgehalten. Und was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist sozusagen das, was mehr ihrem Naturell entspricht und hat es aber nicht mehr geschafft, sich so hart zu kontrollieren. Jetzt kann man da sagen, gut, endlich Konfro, wo ist das Problem? Sie ist nicht konfrontativ genug. Also sie hätte das weiter mit dem Getuschel und mit dem Gezicke und so durch, oder Gezicke ist falsch, oder Geläster, das ist das richtige Wort, Entschuldigung, weiter durchgezogen und eventuell auch wirklich ein paar lustige Sachen noch gesagt, aber es wäre nie, die Konfrontation wäre ausgeblieben gewesen. Und das wäre eigentlich das, was wir brauchen. Und ich hoffe immer noch ein bisschen, dass Elena mal explodiert und sich dann irgendein Opfer rausnimmt. Das wäre mit Sonja, glaube ich, nicht passiert. Da hat sie nicht so die Lust dazu. Man hat das sehr gut gesehen. Kleiner Gedankensprung zu Tag 12. Man hat das sehr gut gesehen, fand ich, an diesem Einspieler von Raoul ganz zu Beginn, oder der ihn sozusagen gefeatured hat, der gesagt hat, hört doch mal auf hier, im Kern hat er gesagt, hört doch mal auf hier, ständig so rumzulästern und hinterm Rücken zu tuscheln. Da habe ich keinen Bock drauf, finde ich mega scheiße. Das auf so eine Rumgenerve habe ich keine Lust hier. So, kurz gesagt. Da war sie ja sehr verstimmt. Und ich habe mich gefragt, warum ist sie da verstimmt? Hat sie sich ertappt gefühlt vielleicht? Schwer zu sagen. Jedenfalls war sie, kam sie, wie auch alle anderen Angesprochenen, nicht so richtig damit zurecht. Also ganz offensichtlich, also ich fand die Reaktion von ihr darauf so, so natürlich, dass man davon gut, oder dass ich meine, davon gut ableiten zu können, dass das, was wir die letzten Tage vereinzelt verstärkt von ihr gesehen haben, eher ihrem Naturell entspricht. So. Und jetzt habe ich immer noch nicht diesen Punkt verstanden. Und deshalb, weil sie quasi jetzt. Und deswegen ist sie jetzt gut raus? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, nee, sie ist gut raus, weil es wäre nicht weitergegangen. Das ist jetzt vorbei gewesen. Wir hätten dasselbe, mehr vom selben kriegen können. Aber ich fand, sie ist schön auf den Gipfel sozusagen lästerliert, ja, also eskaliert, leskaliert, kann man das so ein Kofferwort draus bilden, auf den Gipfel des Lästerns eskaliert. Und damit hat sie, glaube ich, ihr Potenzial voll ausgeschöpft. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Dummerweise. Das ist wirr, Entschuldigung. Nee, das ist halt alles okay. Das Problem ist, wenn man halt diese Logik angewendet worden wäre, dann wäre Daniela schon an Tag 2 rausgewählt worden, obwohl niemand rausgewählt werden kann. Das ist das Problem. Ist eigentlich schade, dass es halt so inkonsequent ist alles. Weil, ja, ich glaube, da würde ich dir sogar zustimmen, dass da geht jetzt nichts mehr. Die sind einander geclasht. Und beide hätten wahrscheinlich jetzt die weiteren Tage damit verbracht, aus dem Weg zu gehen aneinander. Und da wäre, glaube ich, nichts mehr so viel passiert. Nur wäre meine Hoffnung trotzdem gewesen,
das Camp ist klein und es gibt da genug Anlässe und der Hunger und es werden weniger und man muss irgendwann zwangsläufig ja miteinander beschäftigt sein, spätestens wenn man A, gemeinsam in Schatzsuchen geschickt wird und da Nachtwachen machen muss, weil zu wenig Leute da sind. Das heißt, es hätte noch Potenzial gegeben für Konflikte, die dann auch beide ausleben. Weil, ich weiß nicht, so jemand wie Raoul, wenn er schwadroniert davon, dass er die neutrale Schweiz sei, naja, mit dem quatscht halt keiner. Der ist halt einfach komplett farblos, charakterlos, das ist nix. Das Einzige, was er heute vollbracht hat, ist zu sagen, hey, Prinz Damien, ich kenne noch eine Schwuppe. Na, knick, knack. Und dann denkst du, ey, das ist halt, also, und Anastasia zum Beispiel ist auch, bin heute sehr froh, Spoiler, sie ist rausgeflogen, oder nicht Spoiler, je nachdem. Und das ist halt so, deren Abtritt von der Bühne ist jetzt für die große Dramaturgie kein Verlust, aber Sonjas Verlust scheinbar schon. Also zumindest, wenn es nach dem RTL geht, man hat gemerkt, sie haben schon nochmal mindestens irgendwie 2,5 Beiträge draus geschnitten von Zeug, bevor sie ausgezogen ist. Und selbst ihr Auszug war schon relativ ausgedehnt. Also der richtige Auszug mit dem Schönheitsfarben-Ding sie nicht, aber schon vorher nochmal ist viel ausgebreitet und man hat gemerkt so, ja, die sind jetzt auch ein bisschen traurig darüber, dass sie auszieht. Ja, das kann schon stimmen, aber beziehungsweise da ist auch mit Sicherheit was dran, aber ich glaube, das kann andere positive, also für uns positive, unterhaltungsmäßig positive Effekte nach sich ziehen, eben, dass die anderen Camperinnen und Camper mitkriegen, aha, die hat sich zwar in den letzten Tagen ein bisschen in den Vordergrund gespielt, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Heute sehr interessant noch die Frage, also erstmal bin ich sehr beruhigt, Anastasia und Raoul, wie ich finde, weiter noch die letzten extrem blassen oder schwachen Kandidaten, beide haben die wenigsten Anrufe möglicherweise bekommen, wir wissen es ja nicht so hundertprozentig genau, aber sie haben zumindest ein vielleicht bekommen. Und ich bin auch froh, dass Anastasia raus ist, weil da von der kam ja nur wie ich nicht viel. Bei Raoul frage ich mich die ganze Zeit, hat dieser Beitrag am Anfang, der ihn gezeigt hat, mit dem, ey komm, hört mal auf hier mit der ganzen Schulei, da habe ich keinen Bock drauf, mich nervt das, ich finde, wir sollten das lassen, wenn wir hier irgendwie die letzten Tage noch einigermaßen rumkriegen wollen, müssen wir ein bisschen versuchen, miteinander klarzukommen. So ärgerlich wir das auch finden, weil wir ein bisschen Konfro und Ärger und was weiß ich alles haben wollen im Camp. So richtig ist es natürlich eigentlich für die Leute, die da wohnen, das irgendwie aushalten müssen, weil die ganze Situation ja nicht einfacher wird mit immer mehr Tagen, mit wenig zu essen. Und am Ende hat der RTL den Beitrag zwar noch ein bisschen gedreht, ne, mit diesem letzten Satz, den ich leider nicht mehr zusammenkriege, ich habe ihn noch nicht notiert, aber am Ende hat man ihn ja wieder unsympathisch gefunden, am Ende des Beitrags, aber ich frage mich, hat das vielleicht sogar den Ausschlag gegeben, dass er nicht raus musste? Wenn, dann würde mich das sehr freuen, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er morgen gehen muss. Werden wir sehen. Aber ich vermute auch, dass es, dass der jetzt nicht lange hält. So, kommen wir dann doch mal zu den Dschungelprüfungen bzw. den Schatzsuchen. Genau, die Dschungelprüfung von Tag 11, Sternefabrik. Angetreten sind Raoul, Anastasia, Sven und Markus in dieser Prüfung, die wieder so eine sehr komische RTL denkt sich selber was aus Prüfung ist, wirkt sich so ein bisschen. Furchtbar kompliziert, wieder. Die besteht darin, dass Anastasia war auf so einem, wie nennt man das, wenn man so hochgezogen ist, schwebt in der Luft, gesteuert von Sven, und oben in dieser Luft hatte sie so ein Regal mit Dingen, mit so Zeug. Und unten stand Sven und Markus, Raoul und Markus, und Anastasia musste Zeug rausholen, das in den Eimer von Raoul kippen, der das dann rüber warf in den Eimer von Markus, und Markus musste das dann in ein anderes Fass reinkippen. Wenn dann ein Fass voll war mit Zeug, dann wurde ein Stern rausgefeuert, der dann aufgefangen werden muss. Zwei Sterne nur. Von 10. Von 8. Von 9. Von 9 Sternen. 2 von 9 Sternen. Sehr komische Prüfung, will ich auch nicht weiter drüber reden. Die Prüfung von Tag 12
Wirkstoffcenter. Claudia und Prinz Damien sind angetreten. In dieser Prüfung ging es darum, mit so einem Kasten, der vor die Brust gebunden ist, verschiedenes Zeug aufzusammeln und damit Tonnen voll zu machen. Alles ein bisschen pragmatischer, diese Prüfung. Der erste Teil waren Fischabfälle, dann gab es so Papier, grüne Ameisen, Gedöns, dann nochmal so verfaulte Früchte und dann nochmal was Viertes, was ich nicht mehr weiß. Jedenfalls halbe Tonne voll Stern, ganze Tonne voll zwei Sterne, 4 Tonnen gab es, 8 Sterne insgesamt. Sie haben 6 Sterne geholt. Eine sehr vor allem, sie riecht halt einfach vor allem. Ich glaube, es ist vor allem auch Kraftanstrengung. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Das ist einfach, wenn man so jetzt so fast 2 Wochen relativ wenig Kalorien zu sich bekommen hat. Und da lässt schon die Kraft zu wünschen übrig. Aber sie haben es ganz gut gemeistert. Das Beste an der Prüfung war weniger deren Leistung oder so, sondern Prinz Damiens komplette Unverfrorenheit. Trotz aller Gerüche und Gestanke mit den Rangern zu flirten, die sich ein Grinsen auch nicht verkneifen konnten. Ja, sehr wie niedlich. Wie will man das auch in der Situation? Ja, das waren die beiden Dschungelprüfungen. Wenig Überraschendes dabei, glaube ich jetzt. Ja, fand ich auch beide ein bisschen langweilig. Ja. Interessanter hingegen fand ich die Schatzsuche, die dann tatsächlich stattfindet. Denn die hatte wieder das Drei-Affen-Prinzip, lag dem zugrunde. Und das ist ja erklärtermaßen hier unsere absolute Lieblingsprüfung. Nicht diese jetzt, sondern die eigentliche Originalprüfung, die mit dem Auto. Ja. Und die aber schon seit Jahren nicht mehr gefahren wurde, ne? Ich glaube, das letzte Mal ist so 4 Jahre her oder so. 4, 5 Jahre? Also, für die, die nicht wissen, was wir meinen. Unsere Lieblingsprüfung ist, es sitzen 3 Leute im Auto. Ja, vorne steuert einer die Karre, der guckt nach vorne und sieht die anderen beiden, die hinten im Auto sind, sieht die nicht. Hat die Augen verbunden, schaut nach vorne und kann nur hören, nimmt also von hinten Befehle entgegen. Dann sitzt jemand, der nach hinten, also der hinter dem Fahrer sitzt, aber nach hinten raus schauen kann. Glaube ich, nichts hören kann, genau, der kann nichts hören. Der braucht Ansagen von dem, der dann ganz hinten in der 3. Reihe sitzt, der wieder nach vorne gucken kann, also sehen kann, wo es lang geht. Der kann aber nicht sprechen und darf nur zeigen. Und der nur zeigen muss, muss jetzt anzeigen, wohin das Auto fährt. Das muss der nur zuhören kann, der nur schauen kann, muss es dann laut ausschreien, damit der Fahrer es mitkriegt, diese Befehle. Und da muss ein Parcours abgefahren werden. Wahnsinnig ulkig, super Prüfung. Gab eigentlich immer, es wurde immer hart verkackt. 2016. Ich fand es ganz großartig. 2016 war es das letzte Mal. Menderes, ja. Thorsten Legert und Jürgen Milski, der große Preis von Mullo Würmbach. Ja. Sie haben keine Sterne geholt. 0 von 5 Sternen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es ist eine grandiose Prüfung. Ich glaube, wir verlinken die Folge nochmal. Die gibt es immer noch auf TV Now tatsächlich. Das lief aber über mehrfach, ne? Ja, aber das war dieses letzte Mal und es ist einfach grandios. Eine schöne Prüfung. Hat der Wendler nicht auch an der Prüfung teilgenommen? Nee, das war nicht die Wendler-Staffel. Das war die Helena Fürst-Staffel. Ah ja. Stimmt. Und die Legert. Ja. Legert. Die mit den zwei Camps und so. Ja. Ach, das war noch Zeit. So. Hier, Schatzsuche war im Prinzip ähnlich, nur dass die an so einer komischen Tafel mit einem Magneten so Schlüssel langziehen mussten. Am Ende gab es, also Schlüssel wurden geholt, Box wurde mitgenommen und die sehr einfache Quizfrage wurde beantwortet und es gab 3 unfassbare Gläser von diesem Ovo Maltine Schoko-Aufstrich. Ja, es ist einfach ganz fieses Product Placement. Ja, gut, aber klar, aber früher, Dennis, früher gab es ein Pickup, ne? Ich weiß nicht, welche Halbwertszeit bei dir so ein Pickup hat, aber wenn ich halt richtig, richtig hungrig bin und da Bock drauf habe, dann hält der keine Minute durch.
Ja, so. Aber nee, es gab ja, nein, es gab schon mal Product Placements mit einer ganzen Packung Pickups, also waren mehrere. Dann gab es schon mal nur einen Pickup und dann wurde fein säuberlich gesplittet. Ja, aber mehrere heißt ja, dass jeder einen bekommt, genau. Zum Beispiel. Ja. Genau. Und da reicht doch einer, nur eine Minute oder so, wenn du halt einfach so wegatmest. Aber hier waren es halt drei volle Gläser mit diesem Schokoaufstrich und ja. Brot dazu. Ja, weil Sponsor halt. Ich fand, das war sehr üppig, würde ich damit sagen. Meinst du, unfair viel? Ja, das hat mit Dschungelcamp nicht mehr viel zu tun, ja. Finde ich. Aber ehrlich gesagt, für mich wäre das so eine Prüfung, eine Ekelprüfung gewesen. Ich finde das Zeug eklig. Und wirklich? Es ist nicht vegan. Nee. Das kommt noch dazu. Gut. Wollen wir noch was sagen? Ja, Regelverstöße. Regelverstöße! Die Regels sind die Regels. Die Regels sind wieder die Regels. Dem RTL ist die Hutschnur geplatzt und sie mussten jetzt eingreifen von außen. Das ist das ultimative Zeichen. Also aus meiner Wille-Theorie ist das, wenn der RTL draft so, und da kommt jetzt nicht genug Content drüber, wir achten mal kurz auf die Regeln. Vorher, der kehrt keine Sau dahinter. Aber jetzt plötzlich 5 Regelverstöße. Ich glaube, das ist keine wilde Theorie, das ist einfach so. Denn mit so einem vorher Laissez-faire-Verhalten kann man halt auch sehr gut dafür sorgen, dass die Leute merken, okay, ich habe schon wieder hier mein Mikro nicht umgehabt oder habe einen Tag drüber gepennt, das passiert, nächste Kette so weitermachen. Das heißt, durch so ein Laissez-faire provoziert man ja weitere Regelverstöße fast schon automatisch und kann dann, wenn man möchte, halt schnell eingreifen. Und das haben die hier gemacht. Ich finde, das ist sehr, sehr offensichtlich. Und wenn wir jetzt mal gucken, ganz notiert habe ich es mir leider nicht, aber die Dschungelprüfung und die Schatzsuche haben brutto schon wieder über eine Stunde eingenommen, meine ich, oder eine knappe Stunde eingenommen. Das war schon wieder absurd viel. Also da passiert echt nicht viel, ne? Nee, das ist tatsächlich gerade sehr überschaubar. Aber ich habe den Eindruck, das war doch die letzten Staffeln auch immer so, dass zum Ende hin man das doch eher mit Schatzsuchen und Zeug bisschen aufplustert. Ja, alles. Weil die Sendung ja auch viel zu lang geworden ja. Sind. Ne? Früher ATM war das ja immer nur eine Stunde. Ich glaube, das war ausreichend. Bis auf am Wochenende. Ja, genau, das war völlig ausreichend. Aber wahrscheinlich muss man die hohe Quote länger ziehen, um Werbekohle reinzuholen, weil die Produktion dürfte ja auch wohl nicht allzu günstig sein, nehme ich an. Ja, vor allem, wer soll denn sonst das Nachtjournal gucken, wenn nicht die Leute, die irgendwie vom Fernseher eingepennt sind? Beim Dschungelcamp. Lustigerweise habe ich das nicht geschaut gestern. Ich habe dann gemerkt, hab den Fernseher ausgemacht. Nee, mir geht es, also RTL hat da irgendwie so eine Sendung mit diesen falschen Polizisten gemacht, dieses ganze Self-Promo drum, das haben sie noch im Nachtmagazin gemacht, das ging mir auf den Sack einfach nur. Was war denn das noch? War das... Ach genau, ja, diese Nummer mit Halaschka, ne? Ja, ja, ja. Der versucht jetzt so ein hier... Aktenzeichen XY. Aktenzeichen mit Privatfernsehen zu machen. Eieiei, ganz schrecklich. Und das sagt, ich habe diese Sendung dann reingeguckt vorher, das lief ja vorher, und wir riften ab, sorry, und die Zuhörerinnen schalten ab, aber egal. Und dann war da so eine Szene, und da hatten die auch so Menschen an Telefonzählchen sitzen, das sah aus wie bei Aktenzeichen. Mhm. Das war 1:1 geklont. Wenn das dem Dingsi da auffällt, na, wie heißt er denn beim ZDF? Der Justiziar? Nee, der Moderator von Aktenzeichen XY. Ach so, Rudi Zerne. Genau, der moderiert das aber nicht mehr. Was? Ach doch. Ich hatte irgendwie gerade im Kopf, dass das mittlerweile vom Markus Lanz moderiert wird, aber das ist... Ach du Scheiße, nein. Nee, ist immer noch Rudi Zerne. Ja, ja, und vorher war es Ede Zimmermann, der es fast bis zu seinem Tod gemacht hat. Nee, das ist Fake. Wikipedia sagt, Rudi Zimmermann, 97, dann Sabine Zimmermann. Seine Tochter. Ja, bis 2001. Richtig. Und dann noch Butz Peters, wer immer noch Butz Peters ist. Nee, keine Ahnung. Krass, das wusste ich tatsächlich nicht. Gut, müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Wir sind ja eigentlich noch ganz woanders. Jedenfalls muss ich auch meine Notizen wieder aufnehmen. Wir hatten noch als Themen
Ach so, ja, genau, zur Regeldiskussion, Regelquatsch-Diskussion, zum Regelverstößen. Das stimmt. Ich fand aber so ein bisschen, konnte man schon sehen, dass der Versuch so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Denn klar gab es noch diese, Elena diskutiert darüber, dass ja nicht verboten war, dass ihr der Concealer geschenkt wurde. Und dann versucht Sven noch mit ihr zu reden, gibt aber auf, weil er merkt, es bringt überhaupt nichts mit ihr zu diskutieren und so. Klar, kurzfristig, ja, ein bisschen Unterhaltung rausbekommen, würde ich auch sagen. Aber langfristig, finde ich, hat man sehr gut erkannt, da passiert nichts Großartiges. Die nehmen es einfach hin, die wirken schon viel zu sehr gebrochen und viel zu sehr geknickt, als dass man, also man macht es zu spät gemacht, glaube ich. Vor allem, wenn wir ehrlich sind, die Luxusgegenstände dieses Jahr sind auch ein wenig verzichtbar. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Oropax hätte ich schon gern. Ja, aber der Trödelmülleimer, der hat halt sein Blümchen und seinen Schal als Luxusgegenstand. Ja, Gott, mir gibt halt immer irgendwelche Blöden. Aber ich würde, weißt du, Kissen und Oropax. Ja, natürlich. Aber ich glaube, jetzt ist auch egal. Die ersten Tage, um so ein bisschen, ne, das ist bestimmt nett, aber jetzt ist, glaube ich, jetzt auch einfach egal. Jetzt ist einfach, kaputt ist kaputt. Kaputter wirst du nicht mehr. Ja, Oropax ist schon, ist, glaube ich, schon bei dem Getier nachts nicht wenig hilfreich. Egal. Und im Geläster am Lagerfeuer. Darüber zu streiten. Es gibt noch die wichtige Frage, wo ist der weiße Hammer? Kommt der nochmal wieder? Oder gibt es eine Einigung unter den Damen, die wir einfach nicht mitbekommen haben? Naja, die spannende Frage ist ja, das ist ja zusammenhängend mit dem Auszug von Sonja und so, was ist jetzt mit Elena und was macht sie jetzt aus der Situation, dass sie mehr oder weniger schon isolierter jetzt ist, weil die Mehrzahl Team Daniela ist noch schon größer und selbst mit Prinz Damien hat sie zwar eine Verbündeten, aber also die Frage ist, wem soll sie es denn jetzt erzählen? Ja, lustig, ich habe gar nicht den Eindruck, dass es ein Team Dani gäbe. Na, es gibt vielleicht ein Team nicht Elena. Das ja, eher so kann man es sagen. Mhm. Wem soll sie es denn noch erzählen? Das ist ja die spannende Frage. Da ist ja niemand. Also, ja, Prinz Damien, aber der hört halt allen zu, ne? Ja, genau. Und am Ende, ich glaube, der findet es auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Weil, daher, ich glaube, dass der Hammer ist durch. Die wird das im Zweifel... Keine Ahnung, wenn Claudia jetzt am Donnerstag, am Freitag auszieht, als Vierte, dann vielleicht packt sie es nochmal aus. Aber das Ding ist, der Farmer, der ist wurde verscherbelt. Der ist im Ozean versenkt worden. Den sehen wir nie wieder. Da ist nichts, tot. Den gab's nicht. Schade. Das ist Vater Morgana war das. Schade. Ja, sehr, sehr schade. Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wer denn als nächstes denn jetzt hier ausziehen könnte oder nicht? Wen siehst du denn da als nächstes da? Also neben Raoul. Ja, Raoul ist ja, könnte glaube ich, also fände ich schön, aber der könnte nochmal profitieren, eventuell nochmal ein bisschen von diesem Einspieler, aber vor allem durch das vielleicht gibt es nochmal so einen Push, dass jetzt nochmal alle Kräfte mobilisiert werden. Das könnte sein, dass er sich dann auf übermorgen hieft. Na, vor allem wird er wahrscheinlich jetzt probieren, vielleicht nochmal eine Dschungelprüfung zu bekommen. Ja, das wird er auf jeden Fall tun. Ich glaube, der Schrotthändler, Markus, der wird abzischen. Der ist halt genauso langweilig wie viele andere auch, aber ich glaube, der hat einfach nicht die Fanbase und der hat nicht den Bekanntheitsgrad von Sven Ottke. Und ansonsten ist sein Insta-Game nicht gut genug. Ja, vor allem, also, glaube ich, ist so die ähnliche Sache mit Sonja, ist auch so ein bisschen jetzt auserzählt. Der war halt dann mittig, anfangs nichts erwartet, dann hat er irgendwie Kraft, oh, mit so ein bisschen rumsticheln und... Ja, aber auch nicht viel, das fand ich immer sehr, sehr überbewertet in der Rezeption. Aber sonst ist der jetzt auch jetzt weiter, bringt er nichts bei. Also kann ich mir gut vorstellen, dummerweise, ich würde auch Claudia gerne raushaben, weil die bringt halt nichts. Aber da ist tatsächlich, glaube ich, das Insta-Game viel, viel zu krass. Da die Fan-Followerinnenschaft von Wendler ist halt einfach zu groß. Da ist auch kein böses Blut geflossen, dass man jetzt irgendwie Claudia verstoßen hat. Sondern das ist da, glaube ich, da alles noch sehr
Innig. Und wer gewinnt? Prinz Damien, immer noch. Ziemlich sicher. Ja, finde ich auch. Der hat sich heute in der Dschungelprüfung ganz gut geschlagen. Er ist einfach furchtbar sympathisch. Genau. Immer gute Laune. Diese Summer mit den Rangern ist einfach viel zu drollig. Also wir wirken ein aufrechter, netter Typ, ja, der sich auch anstrengt, sich trotzdem der einen oder anderen kleineren Lästerei nicht ganz verschließt und deshalb auch einigermaßen nahbar wirkt. Ich glaube, das ist, da sehen wir tatsächlich den Dschungelkönig. Ja, definitiv. Und sonst im Finale Daniela und ich vermute mal Sven tatsächlich. Als Kandidat. Nee, ich glaube fast Daniel und Claudia. Ah, okay. Ja, traurig. Gut. Ich würde sagen, das war's. Wir packen zusammen, freuen uns auf morgen Stern-TV, oder? Ist es Donnerstag? Morgen ist Mittwoch. Also heute ist Mittwoch. Also wir nehmen heute an Mittwoch auf und wir sehen Stern-TV. Das heißt, es ist dann nur bis 23.30 Uhr ungefähr. Ach, wie wohltuend, wie wohltuend. So, ich gehe ins Bett und wir hören voneinander. Bis dann, gute Nacht. Tschüss.